In Frankreich ist ein Polizist vom Dienst suspendiert worden, nachdem er einen Angeklagten verprügelt hatte. Aufnahmen einer Überwachungskamera in einem Pariser Gericht zeigen, wie der Beamte den mit Handschellen gefesselten Mann in eine Zelle schleift. Als dieser zu entkommen versucht, schlägt und tritt der Polizist zu. Obwohl zwei weitere Beamte hinzustoßen, lässt er nicht von seinem Opfer ab. Frankreichs Innenminister Gérard Collomb ließ den Polizisten suspendieren. Er befindet sich in Polizeigewahrsam. Wir verlangen von unserer Polizei, dass sie höchste moralische Standards einhält. Wir unterstützen unsere Polizeibeamten, wenn sie ungerechterweise kritisiert werden. Aber wir verlangen auch von ihnen, dass sie ein tadelloses Verhalten an den Tag legen. Die Pariser Staatsanwaltschaft ermittelt jetzt wegen zweier Tatbestände. Zum einen wegen Körperverletzung im Amt, zum anderen wegen unbefugten Eindringens in ein Datenverarbeitungssystem, nachdem die Bilder der Videoüberwachung illegal veröffentlicht worden sind.